Herr Schindler, heute vor 101 Jahren und einem Jahr wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Das Gedenken an sie scheint ungebrochen. Jedes Jahr findet hier Gedenkmarsch statt und Gedenken an sie. Was glauben Sie, woran das liegt, dass nach 101 Jahr das Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ungebrochen sind? Ja, also das, wofür Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gekämpft haben, das sind ja Ideen und Vorstellungen, die auch heute sehr aktuell sind. Sicher in einer anderen Zeit, aber auch heute aktuell sind. Und zwar deshalb, weil es darum geht, eine Gesellschaft zu schaffen, in der die Freiheit auch eine so große Rolle spielt, dass sie sich auch auf die Wirtschaft bezieht, dass es keinen Krieg gibt, und auch das ist ja ein aktueller Bezug, dass es soziale Ungerechtigkeit ausgeschlossen ist, dass auch die individuelle Freiheit, die Freiheit der Meinung ungebrochen gilt. Und das ist natürlich auch in unserer heutigen Gesellschaft noch ein Anspruch, der nicht eingelöst ist. Und deswegen gehen viele Menschen hier weiterhin hin, auch wenn die Zeiten sich in vielen Punkten natürlich geändert haben, das ist völlig klar, aber die sich trotzdem dem Erbe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als damalige Sozialdemokraten, später als Kommunisten auch verbunden fühlen. Die Freiheit der Meinung ist die Freiheit, wie ist der Spruch nochmal? Helfen Sie mir mal auf die Sprünge. Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Darauf berufen sich heute fatalerweise irgendwie Leute aus einem ganz anderen rechten Spektrum. Ist das nicht fatal? Nun ja, also es ist schon so, dass natürlich die Freiheit der Andersdenkenden einerseits ein sehr hohes Gut ist und von uns auch als Sozialistinnen und Sozialisten zu schützen ist. Andererseits heißt natürlich, eine andere Meinung zu haben, nicht kritikfrei bleiben zu können. Und der Rassismus ist natürlich keine Meinung. Das ist keine Meinung, deswegen müssen wir auch gegen faschistische Positionen kämpfen, das ist völlig richtig. Worum es aber Rosa Luxemburg ging, war ja vor allen Dingen auch die Freiheit des Gedankens innerhalb der linken Bewegung, innerhalb der Arbeiterbewegung zu stärken, auch innerhalb der verschiedenen Strömungen der Gesellschaft zu stärken und darüber auch eine überzeugende Alternative im Gedanken und dann auch in der Praxis aufzubauen und das nicht durch Zwang und Herrschaft zu erzwingen, sondern das aus dem freien Willen der Menschen auch entstehen zu lassen. Das ist natürlich ein großer Punkt, den Rosa Luxemburg auch noch heute für uns als Linke spielt, denn da stehen sie uns sehr verpflichtet. Schönen Dank, Herr Schindler. Ja.